Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Beim letzten Video oder beim letzten Mal habe ich ja so einen kleinen Reset gemacht. Ich habe euch gesagt, überarbeitet am besten nochmal eure Parks, weil das Update ist rausgekommen und schickt sie mir dann neu, weil ich hatte sehr viele veraltete Versionen von euren Parks in meinem E-Mail-Postfach. Viele von euch haben mir geschrieben, sie haben den schon wieder überarbeitet und so. Ich bin einfach ein bisschen durcheinander gekommen und deswegen habe ich das Ganze gemacht. Und ihr habt auch zahlreich neue Parks oder neue Versionen von euren Parks eingesendet. Freue ich mich sehr drüber. Und der erste, der seit dem Reset oder seit dem Video seinen Park eingeschickt hat, das ist der gute alte Diadoofmand. Und der hat dazu geschrieben, ich habe meinen Park nun neu gebaut, mit derselben Idee. Das Thema und ob es ein Real-Life-Gehege ist, steht an den Toren. Wenn es ein Real-Life-Gehege ist, nur Dinos drinne, die sich früher auch sehen konnten, sind mit RL markiert. Ah, ich verstehe, okay, du hast sozusagen dann immer Dinosaurier, die in der gleichen Zeit gelebt haben und auch sich sehen konnten in echt. Hast du halt zusammen gemacht. Das finde ich sehr cool, die Idee. Falls etwas doch unrealistisch ist, kannst du es ja sagen. Müsste aber alles passen, da ich das meiste von Dokus habe. Die Namen sind übrigens auch wichtig, weil es manche Dinos nicht im Spiel gibt, aber welche, die so ähnlich aussehen. Liebe Grüße, Diadoofmand. Alles klar, Diadoofmand. Ich würde sagen, wir springen jetzt direkt in deinen Park und schauen uns den mal an. Okay, ihr seht schon, das Ganze ist auf Isla Nublar. Also wie in Good Old Times. Ich weiß jetzt gar nicht den Namen von deinem Park. Also der Speicherstand heißt Real die Zweite oder Real Nummer 2. Ist dein Park einfach nur Real? Könnte natürlich sein, ich weiß es nicht. Sieht aber schon mal sehr schön aus, cool. Coole Optik. Wir gehen natürlich zum Eingang. Wir fangen wieder hier an. So wenig wie möglich vorher sehen. Und Real Life Park, okay, da haben wir einen Namen. Perfekt, du hast den Eingang benannt, das gefällt mir. Ja, und es fängt erstmal mit so einer schönen Wüstenoptik an. Das kann man jetzt ja auch machen, ist viel, viel schöner ohne diese Grasränder, ne? Sieht so viel nicer aus. Sehr cool. Ich finde es ein bisschen schade, dass es bei JWE nur diese dunklen Steine gibt und keine helleren, die auch ein bisschen mehr zum Sand oder so passen. Aber sieht ganz cool aus. Wir drehen uns einfach mal und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ich bin sehr gespannt. Erstmal so eine schöne Wegfläche. Hast auch hier darauf geachtet, dass diese, ja, was sind das hier, so Schilder, Banner und Mülleimer mittig nur sind und nicht hier. Sehr, sehr cool. Also hast du wahrscheinlich hier die kleinen Wege benutzt und hier in der Mitte einmal so einen großen gemacht. Sehr coole Idee. Ja, hier ist so ein Restaurant, Restaurant 1, Szenengebiet 1, Spielwarenladen 1, die Bar 1. Ja, hast du sehr cool ausgewählt. Hier so einen schönen Eckladen, hier ein schöner Eckladen, auf diese Seite ein schöner Eckladen. Jetzt so vielleicht den Weg nochmal. Vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es geklappt hätte. Hier mit so einem grauen Weg hättest du hier sogar noch die Lücke schließen können vielleicht. Mit ein bisschen, Tricksen und so, aber ist auch nicht weiter schlimm. Ja, hier ist der Eckeingang vielleicht nicht so gut positioniert, weil hier direkt so ein Stromzaun ist. Stell mal vor, kommst du hier raus so, vor allem aus der Bar, hast gerade noch ein Bierchen getrunken und dann torkelst du hier gegen. Sehr, sehr gut. Kriegst erstmal einen Stromschlag. Aber die Läden scheinen soweit nicht benannt zu sein, okay. Jetzt haben wir natürlich wieder die Qual der Wahl. Rechts oder geradeaus? Ich würde ja fast sagen, wir biegen nicht rechts, aber wir gehen geradeaus. So. Hier mal hier hin. Das scheint mir Industrie zu sein. Hier ist auch eine andere Wegfarbe. Und hier sind auch direkt die Jeeps. Haben die denn Namen? Nee, die haben keine Namen. Aber du hast dich für die Retro-Jeeps entschieden, vom Skin her. Keine schlechte Wahl. Finde ich mit am schönsten. Dann hast du hier ein ACU-Zentrum. ACU-Zentrum 8. Und hier ist ein Entwicklungslabor. Ah, ich verstehe. Und ein Gewächshaus. Wunderschön. Okay, ich habe mich schon gefragt, was das hier für ein Gehege ist. Ist denn hier ein Dino drin? Nee. Okay, das ist einfach nur deine Ausbrütstation. Hier ist auch soweit kein Dino drin. Ich bin jetzt echt gespannt, welche Dinos so aufeinandertreffen könnten. Ich kenne mich da ehrlich gesagt gar nicht so aus. Ich weiß, dass zum Beispiel der Allosaurus und der Diplodocus aufeinandertreffen konnten aus einer Doku. Ich weiß, dass der Triceratops und der T-Rex aufeinandertreffen konnten. Das weiß ich aus meinem Lieblingsbuch von früher, aus der Kindheit. Ja, auch hier schön gemacht mit den Wegen. Tatsächlich kann man hier sogar noch ein bisschen näher ran bei diesen Zentren. Und hier hast du auch noch näher rangekonnt. Ist aber anstrengend. Also ich weiß, das sieht man ja bei mir auch in meinem neuen Parkbauprojekt. Ist immer ein bisschen nervig, aber ich finde es immer sehr, sehr schön, wenn man das macht. So, geradeaus. Jetzt geht's zum ersten Gehege. Ich bin sehr gespannt. Beobachtungsgalerie 8, okay. Und hier haben wir direkt in einem wunderschönen Gehege. Richtig nice. Auch mit Höhenunterschieden. Haben wir direkt einen Rexy. Sehr, sehr cool. Ich finde ja echt, dass die Klippentextur mega pixelig ist, ne? Weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das stört. Oh, und da haben wir schon das Beispiel aus meinem Lieblingskinderbuch.
Triceratops und Rex. Wie cool. Aber Kampf ist nicht an wahrscheinlich, ne? Nee, sonst würden die sich ja alle wegsnacken, die Dinos. Oh, das Gehege ist ja voll groß. Oha. Hier endet auch der Weg. Okay. Schauen wir doch mal. Ach, Triceratops, mein Lieblingsdino. Da ist er. Ich habe ihn geliebt früher als Kind. Ich finde es sehr, sehr schade, dass ich das Buch nicht mehr finde. Mein Kinderbuch, mein Lieblingskinderbuch. Wollte ich euch ja gerne mal zeigen. Da war nämlich auch so eine sehr schöne Zeichnung drin, wie so ein Rex gegen einen oder gegenüber von einem Triceratops stand und ja, die gekämpft haben. Fand ich immer sehr toll. So, wir gehen mal hier in das Gehege so ein bisschen rein. Oh, Ankis gehören auch noch dazu. Okay, interessant. Ich bin hässlich, Version 2. Ich sollte auch auf die Dino-Namen achten, ne? Machen wir gleich. So, hässlich? Findest du den hässlich? Ich finde den Anki toll. Ich mag den Anki. Sogar sehr gerne. Okay, ist nur Ankylosaurus. Ist ein toller Dinosaurier. Also, ich weiß nicht, warum du den als hässlich bezeichnest. Nicht Dundee, wow. Sonst nennen immer alle Dundee. Ist auch noch mein Lieblingsskin genommen. Rechtags. Okay. Schauen wir eben, ob wir was übersehen haben. Ich glaube aber nicht. Nee, namenstechnisch haben wir auch nichts übersehen. Aber warum ist der Anki hier hässlich? Das verstehe ich nicht. Hier hinten können wir sogar nochmal reingucken. Machen wir auch später. Wir haben uns aber für den richtigen Weg entschieden, weil hier vorne ist eine Sackgasse. Führt ein Fluss durch. Ist das gewollt, dass hier so eine Sackgasse ist? Bisschen verwirrend. Aber nicht weiter schlimm. Ist natürlich schade, dass man hier keine Brücken machen kann. Finde ich auch immer sehr doof. Aber das ist gut, dass wir jetzt zurückgehen, weil dann, ja, vergesse ich zumindest keine Wege, weil jetzt gibt es nur noch einen Weg. Und der geht hier lang. Zu unserer Rechten sehen wir schon direkt ein richtig schönes Wüstengehege. Da habe ich vorhin schon den Kakarodontosaurus gesehen. So, Beobachtungsgalerie. Was haben wir denn hier? Allosaurus und Stego, okay. Die beiden haben sich in echt auch gesehen. Interessant. Schlafen sogar Stegos. Sieht fast so aus, als wenn der Allo gerade Jagd macht, so ein bisschen. Voll interessant. Und die Stegos bleiben einfach in ihrer Herde stehen, weil sie sich da sicher fühlen. Aber jetzt fängt der Allo an, die Stegos auseinanderzutreiben. Sieht halt wirklich so ein bisschen so aus. Mega cool. Aber ich glaube, der Allo hat auch im Rudel oder... Ja, nennt man doch das Rudel, oder? Ja, im Rudel gejagt. Auch schon. Oh, und der Dryo, wie cool. Der neue Dryo. Mega nice. Finde ich toll. Dann ist auch nochmal ein Stego. Ansonsten sehe ich jetzt hier keine weitere Dino-Art, aber ich glaube, wir kommen da hinten auch nochmal in das Gehege von der Sicht. Also gehen wir erstmal weiter. Was ist denn hier? Hier ist so ein Busch durch den Weg. Auch nicht schlecht. Oh, die erste Gyros-Fernfahrt, darauf freue ich mich, ja. Und eine Jurassic-Tour. Oh mein Gott. Ich liebe es, solche Fahrten zu machen, Leute. Wenn ihr einen Park baut, macht auf jeden Fall eine schöne Fahrt rein. Es ist wirklich, ich liebe es über alles. Natürlich mit Controller. Ohne geht gar nicht. So, dann fahren wir mal. Oha. Ja, hier hast du natürlich ein bisschen sehr viel Flachland gemacht. Das muss man einfach sagen. Also so ein bisschen Variation mit ein paar Hügelchen oder ein bisschen mit dem Farbtool so ein bisschen rumspielen, wie ich in meinem Desert Park zum Beispiel. Hättest du schon ein bisschen machen können. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Aber sieht halt schon sehr... Benutzersteuerung wird eingeleitet. Oh nein, mein Akku ist leer. Nein! Sind in diesem einen Moment, Leute. Schließe ich mal kurz den Controller an. Ohne Controller kann ich nicht fahren, auch wenn es jetzt einen Moment dauert. Geh doch rein. So, meine Freunde, er ist angeschlossen. Perfekt, und hier sehen wir schon den ersten Dino. Da ist er nämlich, den angesprochenen. Mit unaussprechlichen Namen, wo ich mega verwirrt bin, wie man ihn ausspricht mittlerweile. Ich habe mich schon so oft korrigiert und verbessert, deswegen weiß ich das schon nicht mehr. Ach, cooler Dino, ne? Verknabbert. Er hat auch gar keine Angst vor uns. Nicht nice. Wir fahren aber mal weiter. Über die offene Fläche hier. Die ist halt echt ein bisschen trist und öde so. Wobei man sieht schön den Vulkan. Auch wenn so Vulkan irgendwie nicht zu Sand passt. Im Hintergrund. Aber wahrscheinlich hat es den Park schon angefangen, bevor man alle Inseln wählen konnte, ne? Gehe ich mal von aus. So, ich düse jetzt mal hier mit Vollspeed durch. Wir merken uns wieder den Kakarodonto. Ich weiß es nicht. Chacharodonto. Ich weiß halt echt nicht, wie man den Namen ausspricht. Ihr braucht es auch nicht mehr schreiben, ich bin sowieso verwirrt. Deinen Uranosaurus haben wir ja auch. Okay, cool. Den mag ich ja auch, ne? Kleinen Schnabelsaurus.
quasi Modus am Start. Und weiter geht die Tour. Dann sehen wir noch mehr davon. Oh, wie schöne Skins die auch hat, ne? Übelst nice. Der eine da links ist voll getan. Seht ihr den da überhaupt? Den grün? Oha. Ganz ruhig brauner. Aber toller Dinosaurier. Darf ich bitte durch? Der hat auch irgendwie bei, also ich weiß nicht, ob es euch mal aufgefallen ist bei Jurassic World Evolution. Einige Dinosaurier haben irgendwie eine andere Haut. Also der hat auch so eine andere Haut. Die hat auch zum Beispiel der Alberto oder der Olorotitan. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Aber ich finde, der hat irgendwie eine andere Haut als die anderen Dinos. Kann auch sein, dass ich es mir nur einbilde. Aber schreibt es mal rein, ob es wirklich so ist. Kommt mir aber so ein bisschen so vor. Ich kann hier leider nicht still stehen bleiben und gucken. Richtig. Weil ich runterrolle. Aber nicht schlimm. Überholen wir hier die Kollegen. Das ist ja interessant, was man hier so lernt wieder. In den Real-Life-Gehegen. Coole Idee. Ich glaube, wir sind schon durch, ne? Ja. Sehr großes Gehege, aber ich glaube, wir haben nichts übersehen. Hier hinten ist auch nochmal ein Turm. Können wir gleich nochmal durchschauen. Ich check aber nochmal eben die Namen ganz schnell. Müdigkeit in Person. Okay, muss ich nicht verstehen. Ohren, Ohren, Ohren. Läuft. Okay. Wir haben nichts übersehen. Perfekt. Hier geht es dann auch nochmal in eine Einschienenbahnfahrt. Die können wir sogar gleich mal machen. Why not? Die ist mega kurz. Wir gehen jetzt aber erstmal... Oha. Okay, ich freue mich. Jurassic Tour. Da bin ich am Start. Ich könnte auch an Teilnehmen machen, aber ich fahre, glaube ich, selber. Selber fahren ist immer toll. Dann kann man immer stehen bleiben. Ich will nicht nach links gucken. Ich glaube, links sind ganz, ganz viele Dinos. Oh, ist das toll. Wartet mal, Leute. Ich mache mir eben die Stimme einen kleinen Ticken lauter. Mach die mal auf. Komm, 100. Damit wir auch die Ansagen verstehen. Oha. Alter, das ist ja wie eine Achterbahnfahrt hier. Oh mein Gott. Ah. Wir werden direkt begrüßt. Und wunderschön. Aua. Au. Jungs. Ganz ruhig. Ja, alles klar. Alles klar. Jungs. Okay, ich kann wieder fahren. Also die Olorus haben gar keinen Bock auf mich. Ich fahr mal lieber hier im Kreis weg. Uff. Das war fies. So, was ist das jetzt hier? Was sagt ihr? Ich sag Gigantspino. Ich glaube, das ist der Gigantspino, ne? Kann ich ja immer schwer auseinanderhalten. Ja. Sohn des Helden, Gigantspinosaurus. Ich hab sogar richtig. Ist echt interessant, ne? Wenn man überlegt, dass diese Dinos... Obwohl, sind jetzt alle Gehege so real-life-mäßig? Du meinst, die sind markiert, ne? Hm, ich weiß es nicht. Seine Daumenstacheln zur Verteidigung gegen Raubsaurier, zum Aufbrechen von Samen und Früchten oder zum Abreißen von Blättern. Der hat auch so schöne Skins, ne? Der Mutabura. Richtig schön. Guck mal, wie das aussieht, wie herrlich. Im Hintergrund so viele Dinosaurier. Das ist nicht wunderschön. Ah, es ist echt toll. Die Iguanodons. Oh, guck mal hier, die ganz kleinen sind auch hier. Wie hießen die denn nochmal? Die hatten auch so einen ganz komischen Namen. Ich muss mal kurz den Namen rausfinden. Omalocephale, genau. Das war's. Mega cool. Tolles Gehege. Auch sehr schön gestaltet. Riesiger Schwan, ne? Hier haben wir einen Riesen. Ich kann nicht mehr so hoch gucken. Oh, der legt sich schlafen. Ist das schön. Da legt er sich hin und rollt sich ein. Oh. So süß. Ist das nicht toll? Ich mach mal kurz ein Thumbnail, glaube ich, oder? Ja, komm. Okay, Leute, Thumbnail ist gemacht und ihr dürft jetzt hier zusehen, wie der Brachio... Okay, er hat ihn fast umgestoßen. Ich dachte, da passiert vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber nicht weiter schlimm, wir fahren weiter. Sehr, sehr schön. Sorry für die kleine Unterbrechung, aber das war gerade so süß.
Brachios sind ja auch ganz tolle Tiere. Ganz tolle Wesen. Haben wir denn hier vorne noch? Ich will mal einmal hier vom Weg ab. Das ist, glaube ich, auch ein Mutabura hier, oder? Oh, ne, ein Iguano dann. Hier sind echt tolle Dinos drin. Oh Gott. Ah, hier haben wir auch den Dingens. Wer ist der denn noch? Von Battle at Big Rock. War denn der Name noch? Nasuto Ceratops, genau. Schon fast vergessen. Was haben wir da vorne? Hier gibt es ja so viel zu entdecken in diesem Gehege. Wunderschön, das Gehege. Das müssten Struthios sein, ne? Ja. Struthiomimus. Sorry, wenn ich jetzt vom Weg abfahre. Aber ich denke, das ist schon in Ordnung für euch. Ihr werdet die ganzen Dinos jetzt hier sehen und erkunden. Aber das Gehege ist auch sehr, sehr schön. Toll gestaltet. Oh, hier haben wir den Nigersaurus. Der sieht auch komisch aus, ne? Weiß ja nicht, was ich von dem halten soll. Das ist, glaube ich, der kleinste Sauropode so aus dem Spiel. Mit Abstand. Gott, ich habe mich festgefahren. Ich kann nicht mehr rückwärts und nicht mehr vorwärts. Boah, jetzt aber hier weg. So, passt. Jetzt wird es mir auch so ein bisschen zu eng. Ah, guck mal, hier sind auch die Kleinen wieder. Homolocephale. Die sind aber auch so winzig, ne? Die sieht man kaum an dem Gras. Wenn die so sehen, da sieht man sie ganz bisschen. Durch die Scheibe. Die sind ja auch so zuckersüß, ne? Ach, guck mal, wie viele Dinos hier einfach sind. Wenn das nicht insane ist, dann weiß ich auch nicht. Ey, nicht wieder wegschieben. Bitte bleiben Sie während der gesamten Fahrt sitzen. Fahr mal lieber rückwärts. Oh, das ist ja echt ein Dino-Paradies. Oh mein Gott, ich komme gar nicht mehr weiter. So. Oh Gott. Au. Ich wollte noch schnell ausweichen. Ja, das ist ganz schön schwierig. Oh, da kommt schon der Nächste, der mich wegschieben will. Apatos haben wir auch noch. Okay, das war aber schon die Fahrt. Ah, sehr tolles Gehege. Hast du toll gemacht. Schöne Dinos, die du auch kombiniert hast. Und sehr schöne Skins hast du auch ausgewählt. Ach, guckt euch das Gehege an. Das sieht super aus, ne? Schön die Höhenunterschiede hier, Klippen, tolle Dinosaurier drinne. Und guck mal, wie viele. Holy moly. Okay, das ist krass. Ich überfliege mal wegen den Namen ein bisschen. Oh, wir haben Miri hier. Oh, das ist aber süß. Da wird sie sich freuen, wenn sie das sieht. Mit ihrem Lieblingsdino hast du sie verewigt. Sicher gelohnt zu gucken. Gurke. Gurke der Echte. Gurke Held. Oh mein Gott, das sind so viele. Olorodriel. Sehr coole Idee. Gurke, Gurke. Ich hoffe, ich übersehe keinen. Olorodriel. Die heißen halt alle so. Wie nice. Gucken, ob Olodriel das sieht. Okay. Ich bin hässlich. Ey. Wieso beleidigst du denn die Dinos? Ist doch nicht hässlich. Ist wunderschön. So, macht auch nichts. Weiter geht die Tour. Die wilde Fahrt. Wir gehen natürlich den Weg weiter. Hat Spaß gemacht, die Tour. War cool. Sehr, sehr cool. Haben wir nochmal einen Turm. Haben wir nochmal einen wunderschönen Blick, wirklich. Oh mein Gott, das sind so tolle Dinosaurier. Schaut euch das an. Oh mein Gott, da wäre ich jetzt gern gewesen. Die Süßen hier. Die kleinen Winzlinge. Die machen hier gerade Schnackrunde. Das hätten sie mal gerade machen können, dann hätte ich hier gestanden. Mit der Jurassic Tour. Ah, die sind auch so niedlich, ne? Die Kleinen. Die sieht man nur kaum im hohen Gras. Das ist ein bisschen doof, aber macht ja nichts. Wobei, da geht's. Hier haben wir das erste Hotel. Hotel 10. Ja, das erste, ne? So viel dazu. Ja, hier einen schönen See hast du davor gemacht. Schön gestaltet. Dann gehen wir mal in die Ansicht, was wir da sehen. Entschuldigung. Ja, hier könnten wir Dinosaurier sehen. Die verstecken sich nur leider. Also du hast schon geguckt. Oh, hier ist auch nochmal Sicht. Also du hast geguckt, dass man auf zwei Gehege schauen kann. Richtig gute Idee. Ist nur ein bisschen diese rote Blume im Weg, aber es macht ja nichts. Ein Apato kann man trotzdem erkennen und ein Struthio. Ja, sehr gut. Weiter geht's. Hier haben wir dann auch nochmal einen Turm. Mit Blick auf das Gehege, wo der, genau, die Uranus und der Alowander, glaube ich, drin, ne? Oder? Täusche ich mich da jetzt? Weiß nicht. Weiter geht's. Okay. Hier endet der Weg. Und hier geht's dann zu einem Schutzbunker, Schutzraum 4. Oh, das ist ja cool. Der hast du so auf dem Berg gemacht. Sieht nice aus, coole Idee. Hier hinten hast du auch überall Klippen. Sehr, sehr cool. Ja, würde ich sagen, fahren wir mal rüber, wenn das gerade geht. Anzeigen, anzeigen. Okay,
Okay, wir sind sogar hier auf der Seite. Ich muss die Tour nur losfahren. Vielleicht können wir nochmal was sehen. Oh, jetzt geht's los. Perfektes Timing. Da sehen wir nochmal ein Apato. Hier unten hat man eine richtig gute Sicht. Es geht immer so schnell. Deswegen fahre ich die auch ungern, die Einschienenbahn. Weil die Kamera einfach so schnell und stressig ist. Ja gut, die Fahrt war jetzt sehr kurz. Wir sind auf jeden Fall hier angekommen. Das hat hier einen Namen? Ne, auch nicht. Wir gehen wieder natürlich in Besucherperspektive ungefähr weiter. Hier haben wir einen Kleiderladen, ein Fastfood-Restaurant und hier gibt es Abzweigungen. Wo gehen wir jetzt erst hin? Wir gehen erstmal rechts gucken. Okay. Hier ist ein Schutzbunker und der Weg endet. Dann gehen wir mal hier zur Linken. Da ist ein Turm. Mal gucken, was wir da zu Gesicht bekommen. Könnte sein, dass es ein Gehege ist, was wir schon gesehen haben. Ja, da waren wir schon drin. Allosaurus und ganz viele... wie heißen die denn gleich? Und die Stegos. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Kann ja nicht sein. Dryos, genau. Auch toll, die Dryos, ne? Die machen auch coole Geräusche. Mega das Paradies für den Allo. Wobei der sich wahrscheinlich ein bisschen alleine fühlt. Hier so alleine, alle Pflanzenfresser. Hier die Stegos. Hier der eine Stego spielt mit den ganzen Dryos. Mega cool. Der genießt das, die Aufmerksamkeit. So, hier waren wir aber auch schon drin. Das heißt, wir gehen zurück. Und dann kommen wir endlich zum Innovationszentrum. Innovationszentrum 2. Ja, ganz klassisch, den Weg drumherum. So habe ich das auch schon 100-mal gemacht. Bietet sich auch an, ne? Sieht cool aus. Coole Form. Ich finde, es hat immer so ein bisschen die Form, diesen Umriss von so einem Totenschädel. So, hier geht's. Hier geht's auch hoch. Also, das ist auch schon viel mit Höhenunterschieden gearbeitet. Sehr cool. Nächstes Gehege. Ich glaube, das ist auch eins, was wir schon gesehen haben, oder? Nee, ist es nicht. Hier haben wir den Diplodocus und auch nochmal eine Gyrosphärenfahrt. Ach, wie cool. Da freue ich mich. Sehe ich noch. Ist das Sauropeltas? Bei denen komme ich auch immer durcheinander, ne? Ja. Edmontonia. Ich glaube, das soll eine andere Dino-Art sein, ne? Sehe ich das richtig? Woran sehe ich denn überhaupt die Gehege? Wahrscheinlich an den Toren, ne? Darauf habe ich gar nicht geachtet. Überhaupt Tore drin? Ja. Ah, RL. Okay, das checken wir gleich nochmal ab. Machen wir gleich nochmal. Nicht, dass ich hier Mist erzähle. Das hast du ja extra in die E-Mail geschrieben. So, ich würde sagen, wir gehen mal... Wir gehen jetzt mal rechts hier in das Gehege, die nächste Gyrosphärenfahrt. Am Ende checken wir dann nochmal ab, was jetzt Real Life ist und was nicht. Ich habe wahrscheinlich schon viel falsche Sachen erzählt, aber macht ja nichts. Willkommen in der Gyrosphäre. Entspannen Sie sich, bleiben Sie angeschnallt und beobachten Sie die Wunder der Yoga-Wissenschaft. Gerne. Tour offline. Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Tourinformationen während der manuellen Steuerung nicht verfügbar sind. Ich wollte gerade mich zurücklehnen und genießen. Pech. So. Ja, hier sieht man schon... Ey, Kollege! Ja, komm, wir fahren mal weiter. Wir werden die schon gleich noch zu Gesicht bekommen, die Diplos. Ich will jetzt auch nicht zu lange hier rumfahren. Na, es dauert halt immer ein bisschen. Muss halt auch mal gucken, dass ich nicht zu lange aufnehme. Sonst wird es zum Zuschauen ein bisschen unangenehm, glaube ich. So. Hä? Okay, ich bin nicht vom Weg abgekommen. Ich habe nur abgekürzt. Schlängelt sich hier schön durch. So, hier haben wir die Sauropelter, die eigentlich keine Sauropelter sind. Sondern irgendwelche anderen Dinos, die ähnlich aussehen. Aber auch cooler Dino, ne? Mag ich gerne. Ich frage mich ja wirklich, ob die wirklich so einen Seitenrammer mit der Schulter gemacht haben, mit ihren Stacheln da an der Seite. Weil ich glaube, in JWE machen die das ja als Kampfanimation. Ich gebe jetzt hier auch mal ein bisschen Vollgas. Hier haben wir die Diplodocus. Ich hätte gedacht eigentlich, dass die mit den Allos zusammen sind, wegen der Big L-Dokumentation. Da war es ja auch so, dass die Allos gemeinsam Diplodocus gejagt haben. Cooler Dino. Mag ich auch sehr gerne. Aber ich mag eigentlich alle lange Hälse. Also alle Säurepoden. So schnell hier unten durch. Schaffen wir. Oh. Gerade so. Perfekt. Gab es hier keine mehr Dinos oder Arten? Ich habe jetzt nur Sauropelter gesehen. Diplos und was waren da noch? Das habe ich schon vergessen. Ja, was war doch da noch? Oder waren das nur die zwei? Nee, anscheinend nur die... Oh, schaut mal. Den habe ich gar nicht gesehen. Hier ist noch ein Kanu. Sehr cool. Gut zu wissen.
Luftbeißer. Aha. Interessant. Hier ist auch noch ein Türmchen. Hatte ich den schon gesehen? Weiß nicht. Aber die Türme haben auch eine sehr schöne Sicht bei dir im Park. Ich check mal kurz die Namen. Saltasau. Ach, das soll gar kein Diplodocus sein. Saltasaurus. Edmontonia. Die kenne ich alle gar nicht. Also, kann ich dir nicht sagen. Aber interessant. Einige von euch kennen die sicherlich. Ihr seid ja mehr so die Dino-Cracks. Ich bin ja nicht so mega der Experte. Also ich würde mich niemals als Experten bezeichnen. Ich kenne mich ein bisschen aus. So, nächstes Hotel. Auch mit einer wunderschönen Sicht. Sehr cool. Und dann geht's zurück. Dann gehen wir hier nochmal rein. Da sehen wir gerade zweimal Jar Jar Binks vorbeilaufen. Es scheint nur Edmontos zu sein. Na gut. Ich glaube, mehr sehe ich jetzt hier nicht. Aber sehr interessantes Gehege auch hier. Ach nee, hier sind noch Trodons. Alaska-Trodon, ist das auch eine Art? Sehr cool. Ist ja gar nicht. Alaska-Trodon, sowas gibt es? Okay, das finde ich jetzt krass. Gar nicht gedacht, dass in Alaska überhaupt der Dings. Wobei ich weiß ja nicht, wie es war in Alaska vor sonst wie 4 Millionen Jahren. Keine Ahnung. Okay, das sind aber Edmontos. Die scheinen wohl wirklich gemeinsam gelebt zu haben. Wenn es ein Real-Life-Gehege ist. Ja. Altes Alaska, okay. Ist ja mega interessant. Holy moly. Habe ich hier schon reingeguckt? Ja, hier waren wir auch schon am Anfang. Ich glaube, ich habe deinen Park jetzt soweit durch. Ich meine schon. Hier waren wir. Ja, wir sind durch. Haben alle Gehege gesehen. Sehr, sehr coole Idee. Ich gehe jetzt nochmal kurz die Gehege durch. Mit dem Real Life, mit den Namen natürlich von den Toren. Also das ist ein Real-Life-Gehege, prähistorisches Afrika. Okay, cool. Wer hat hier gejagt in Afrika? Uranus waren in Afrika. Und das war's. Interessant. Was haben wir hier? Ah, nicht RL, schade, okay. Das ist das schöne Große, wo die schönen bunten Pflanzenfresser drin sind. Ist aber auch nicht schlimm. War ein sehr schönes Gehege, hat mir sehr viel Spaß gemacht. RL, zusammenhalten fürs Überleben, okay. Zusammenhalten fürs Überleben. Ja, gegen den Allosaurus müssen hier die Dryos und die Stegos zusammenhalten. Aber sehr gut zu wissen, dass die gemeinsam in einer Zeit gelebt haben. So, hier haben wir auch RL, ne? Müsste ja. RL, Kampf der Giganten. Ja, auf jeden Fall. Tyrannosaurus, Triceratops und Ankylo. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir Real Life in einer großen Herde überleben. Okay. Da haben wir die Saltasaurus und die Edmontonia gegen den Carnotaurus. Auch sehr interessant. Und was haben wir hier? RL, altes Alaska hatten wir gerade schon. Ich glaube, wir haben jetzt alle, ne? Oder habe ich was übersehen? Hoffe nicht. War hiermit? Zusammenhalten. Nee, Leute, ich glaube, ich habe alles gesehen soweit. Lieber dir, Doofmann, vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Hat mir richtig Spaß gemacht, der Park. Sehr, sehr cooler Park. Sehr, sehr coole Idee, dass du das mit den Gehegen so gemacht hast. Könnt ihr gerne mehr sowas einschicken von solchen Ideen. Da lernt man noch ein bisschen was dazu. Das finde ich immer sehr, sehr nice. Ich würde sagen, ihr schreibt unten in die Kommentare, wie ihr den Park fandet. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr auch einen Park habt, den ich mal anschauen soll oder bewerten soll, unten in der Videobeschreibung steht drin, wie ihr mir das Ganze zukommen lassen könnt. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.